mein Gott, ist Kroatien teuer geworden? Was ist da los, Jenny? Erzähl doch mal, was kannst du denn in deinen TikToks denn dazu sagen, dass die Leute keine Unterkünfte finden? Dass man jetzt, muss man jetzt unterwegs was bezahlen auf dem WC oder muss man nichts bezahlen? Was ist in Kroatien los? Warum kostet die 0,25er, ich sage jetzt nicht Punkt, 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 sondern das Softgetränk, 4 Euro oder in manchen Läden 6 Euro? Sind das ja jetzt alles Clubs geworden? Was ist da los? Was stimmt in Kroatien nicht? Wie sagt man eigentlich Dobro Vece? Dobar dan, guten Tag. Dobar dan. Ja. Genau. Herzlich willkommen zu der neuesten Edition hier, weil wir müssen drüber reden. Bog, genau. Und Palawam. wir müssen drüber reden, weil sich die Leute echauffieren, wie teuer denn alles geworden ist. Bog Sekara. Genau. ich will jetzt auch nicht auf Portugal, Spanien oder auch das alte gute Rimini in Italien gucken, weil die sind alle mindestens genauso preiswert, sondern preisintensiv. Aber was ist in Kroatien los? Schmecken denn die Cevapcici auch nach 12 Euro oder schmecken die anders? Oder gibt es da jetzt überhaupt noch, keine Ahnung, eine gemischte Seeplatte-Teller? Was wissen Sie darüber? Sie heißen mit zweitem Namen Soldic. Vielleicht kennen Sie sich da aus, junge Dame. Ja, also ich muss erst mal sagen, das ganze Geschwall von es ist teuer, ich will auch gar nicht sagen Geschwall, sorry, aber so diese Beschwerden, dass es teuer ist, das geht ja schon über mehrere Jahre hinweg, muss man sagen. Und am meisten lese ich das in solchen Foren bei Facebook, muss ich ganz ehrlich sagen, in solchen Gruppen, wo ich bin irgendwie in so einer Gruppe gelandet, warum auch immer, von Bootsfahrern in Kroatien, ja, oder auch generell Kroatien-Urlaubern. Und da lese ich halt immer öfter, ah, es ist alles... Aber, lol, jemand, der sich ein Boot leisten kann, sagt, es ist zu teuer geworden, ne? Ja, also da ist halt oft so das Gerede, dass alles so teuer ist und keine Ahnung. Also ich muss halt mal sagen, wir werden auf jeden Fall in unserem nächsten Kroatien-Urlaub das Kroatien vloggen, so wie wir Kroatien erleben und wie wir Kroatien-Urlaub machen. Das ist ja auch die Frage, was ist meine Erwartungshaltung an Urlaub? Wie verbringe ich Urlaub? Was möchte ich im Urlaub? Ja, Fakt ist, ja, also Domagoj geht schon sein Leben lang nach Kroatien. Und natürlich, als es noch Jugoslawien war, da ist er ja auch schon hingefahren, war es mit Sicherheit günstiger wie heute. Ja, natürlich gab es eine Euro-Einführung, dass mit dem Euro oftmals ziemlich viele Preiserhöhungen kommen. Das wissen wir auch alle. Ja, natürlich gibt es auch da eine Preisentwicklung, wie in Deutschland, ist ja auch alles teurer und wir sind irgendwo in der Inflation. Aber Moment, ja? Mal, Moment mal, Jenny. Würdest du denn behaupten, dass es in Kroatien, wie in jedem anderen Land der Welt auch, unterschiedliche Städte gibt, in unterschiedlichen Regionen, definitiv, die unterschiedlich auch teuer sind? Definitiv. Ist es denn hier bei uns auf dem Land günstiger, wo wir gerade wohnen, oder ist es in der großen Stadt in also Mannheim die Frage, teurer? Die Frage ist natürlich, bin ich jetzt im touristischen Hotspot oder bin ich jetzt irgendwo ein bisschen außerhalb? Also Osijek ist super günstig, also geht nach Slawonien. Da ist Slawonien, wirklich, das ist krass. Kannst du, also da kannst ist, du 30 Kopf Familie ernähren mit 5 Euro am Tag? Also da ist echt der Hammer. Also sowas habt ihr noch nicht erlebt. Ne? Ich meine, klar, wenn man jetzt halt nach Istrien geht, nach Poreč und Rovin oder Pula. Ist es Pula mit Doppel-L oder ist es Pula? Ne, also klar, das ist es halt einfach teurer. Oder Dubrovnik, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist, also das ist echt krass. Also wirklich, unsere teuersten Parkgebühren haben wir in Dubrovnik bezahlt. Nichts hat nachhaltig jetzt sind wir immer noch geschädigt. also wir haben Angst zu parken. Das ja, ist echt aufgrund hart von Dubrovnik. Aber ich denke, in jeder Stadt, oh, ist hier günstig. Aber darf ich hier ganz kurz einfach nur 4 Punkte runterbrechen, was die Preisanstiege oder der Preisanstieg in Kroatien so, was der Hintergrund ist? Du hattest eben schon gesagt, die Einführung des Euros, habe ich hier ein paar Fakten, wo die Anfang 2023 eingeführt, hat eine Preissteigerungsrate zwischen 10% und 20%, weil nach oben gerundet wurde. Das ist aber damals in Deutschland auch genau passiert. Genau so passiert. So, Inflation braucht man hier nicht großartig zu bereden. EU-Durchschnitt bei 8%. Nee. EU-Durchschnitt 6%, Kroatien 8%. Aber Kroatien war halt eben immer schon so, ich sag mal, nach dem Krieg war es halt schon ein bisschen anders. Ne? Nachwirkung der Pandemie, braucht man auch nicht drüber zu sprechen. Ja? Nachfrage, Angebot. Und natürlich, was ich eben schon sagte,
verschiedene touristische Regionen. Wenn wir an Banská Voda denken, wenn wir an Makarska denken, Split, da hast du ja auch touristisch ein bisschen was anderes. Bei uns natürlich auf dem Land, natürlich gehst du auch zu deinem Bauern, den du kennst, um die Ecke in Kroatien, und dann bekommst du es auch für einen Apfel und für ein Ei gekauft. Ne? Aber sobald du dich in so ein Ballungszentrum begebst, ist es halt wie überall. Also ich sag mal so, ne? Also wie in jedem Land ist Importware teuer. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe und möchte da meine Nutella kaufen und möchte meinen Bueno Kinderriegel kaufen und vielleicht mein Vital oder heißt es Vitalis Müsli, keine Ahnung, oder meine Alpro Sojamilch, dann kostet halt diese Alpro Sojamilch oder Haselnussmilch in Kroatien 4 €. Ja, das ist so. Bei uns kostet die Milch, also ich sag mal so, die Mandelmilch von Alpro oder so im Schnitt. Ein Angebot 1,99. Im Angebot, aber im Schnitt richtig kostet sie 3 €. Manchmal sogar mehr, mittlerweile 3,50 oder so, ne? Ja, das ist so. Aber, also die erste Faustregel für mich wäre, wenn ich in ein ausländisches Land fahre, dann möchte ich immer die Spezialitäten von dem Land essen, also regional dort essen und kaufe auch die regionalen Produkte ein. Klar, wir sind jetzt wirklich, ja, also man kann sagen, ja, wir fahren wirklich 2-3 Mal im Jahr, wenn es sein muss, nach Kroatien. Das ist ja auch oftmals gar nicht wirklich Urlaub, sondern einfach ein paar Dinge, die wir auch zu erledigen haben da. Da weiß ich einfach, wenn ich jetzt meine, ich möchte mein Vitalis Müsli morgens essen oder ich möchte meine Alpro-Milch trinken, sage ich euch so, wie es ist, nehme ich die von zu Hause mit. Ich gucke, wo ist es in der Werbung. Kauf mir das, beziehungsweise ich habe selber einen Vorrat, ja, und nehme mir solche Sachen mit. Ja, letztes Jahr haben wir erlebt, dass das Stück Butter 4 € gekostet hat. Das war schon eine harte Hausnummer. Seitdem nehme ich die Butter von Deutschland mit. Aber es war doch hier genauso. Ja, natürlich war es genauso. Sie dürfen nur 2 Packungen Nudeln mitnehmen, junger Herr. Ja, war also, genauso. Öl. Ja, also das, ich würde sagen, wenn ihr mit der Familie nach Kroatien fahrt und mietet eine Wohnung oder ein Haus und vielleicht fahrt ihr da ja auch hin, weil es für euch einfach ist, bequem ist, ihr könnt mit dem Auto fahren, es ist einfach trotzdem günstiger, wie jetzt vielleicht mit der kompletten Family nach Spanien zu fliegen, ich weiß es nicht, ne? Dann würde ich halt empfehlen, ihr wisst es ja vorab, dann nehmt euch doch einfach so Dinge wie Nudeln und so weiter mit, weil die Angebotspreise von Deutschland werdet ihr dort nicht bekommen. Aber weil auch einfach man da 10 Wochen im Voraus gefühlt die Angebote in Deutschland schon kaufen kann oder vielleicht auch auf Vorrat zu Hause hat, ist natürlich anders, wie wenn ich 14 Tage in Kroatien bin und weiß jetzt nicht, was so wirklich in der Werbung ist, ne? Klar, also das würde ich sagen, macht es. Lebensmittel sind wirklich teuer. Außer es gibt natürlich auch regionale Sachen, die sind natürlich günstiger wie hier, aber dann hat man halt keine Nutella, sondern Linola oder wie heißt das? Lino. Linola? Was redest du? Linola ist Creme. Ja, Linolada. Linolada. Okay, Linolada. Ja, also, dann, was ich aber sagen muss, schau mal, wir gehen ja nicht in den Hotspots essen, ne? Nein. Wenn wir außerhalb essen. Aber ich bin doch jetzt erst noch beim Supermarkt. Ich bin voll wütend, Alter, weißt du? Ja, aber das Ding ist halt, das sind Sachen, die sind so. Und ja, es ist dort teurer geworden, aber. Das Schlimme ist, was ich mir halt immer die Frage stelle, der durchschnittliche Bürger in Kroatien verdient 800 € und das ist ein gutes Gehalt dort. Und das ist krass, dass die Einheimischen für diese Preise einkaufen müssen. Ja, wie viel Prozent in Kroatien haben Eigentum? Nagel mich halt fest, 90-95% Eigentumsquote. Ja, die, ne, haben Eigentum, die haben auch meistens noch Vieh, also wie, keine Ahnung, und haben Olivenbäume, wo sie Olivenöl machen, dann haben die Gemüse und Obst, also sind Selbstversorger. Deswegen müssen die gar nicht so viel im Supermarkt kaufen. Wahrscheinlich ist es auch so, dass man sagt, ey, du Nachbar, gib mir mal eine Wassermelone, dafür kriegst du von mir eine Gurke. Wahrscheinlich ist es auch so, dass man halt wirklich noch so diese Tauschgeschäfte hat. Ja, guck mal, letztes Jahr, die hat einen Kirschbaum, die hat gesagt, ihr könnt euch bedienen. Ja, wir haben Kirschen gegessen, wir haben Eier, ja, umsonst bekommen. Meine Mama, einen riesengroßen Feigebaum, vorher hat sie noch einen Zwetschgenbaum gehabt, ne? Ja, wir gehen immer also, an das Haus. Oder mein Onkel, die haben ja komplett einen Betrieb quasi dahinter, ne? Holen da die Feigen. Das ist natürlich so. Wie gesagt, also Lebensmittel, als ich sag mal so, das erste Mal, wo ich das so richtig wahrgenommen habe, war 2017, muss ich sagen. Da war alles wirklich noch richtig, richtig günstig. Das muss man einfach sagen.
Zug um Zug, die Jahre hinweg, sind die Preise schon gestiegen. Aber wie gesagt, wenn man regionale Dinge kauft, dann kauft man zum Teil immer noch günstiger wie in Deutschland oder zu den Preisen wie in Deutschland, was ja für uns Deutsche auch okay sein sollte. Aber man bekommt einfach Unterkünfte super günstig. Also es ist einfach so, wirklich, also wir waren bis jetzt die längste Zeit 14 Tage im Urlaub in Kroatien. Leider haben wir es nie länger geschafft. Wir wollten, aber ging einfach nicht. Ah ja, im Studium, da waren wir bei euch im Haus, da haben wir gar nichts bezahlt für die Unterkunft. Im Endeffekt haben wir, sage ich euch so, wie es ist, ich habe für eine Unterkunft für 14 Tage noch nie mehr wie 1.000 Euro bezahlt. Never ever. Also meistens sogar weit unten drunter. Also wirklich, ich weiß noch, wir hatten mal eine 120 Quadratmeter Wohnung für 14 Tage. Da haben wir 750 Euro bezahlt. Da waren 4 Schlafzimmer, obwohl wir nur zu zweit sind. Da war eine riesen Terrasse, also alles gar kein Thema. Bad, Airconditioner, also wie heißt das, Klimaanlage, Waschmaschine, alles mit dabei. Und man kriegt auch weitaus günstiger. Folgt uns auf diesem Kanal hier, abonniert uns auch bei TikTok, bei allen anderen sozialen Medien. Wir nehmen euch zur nächsten Reise mit und ich mache eine Roomtour mit euch. Und ich werde euch auch da sagen, was ich für diese Wohnung bezahlt habe. Und ihr findet wirklich günstige Unterkünfte. Und man findet, also das muss ich sagen, in Kroatien sind wirklich die günstigsten Unterkünfte. Wir waren jetzt in Frankreich gewesen. Klar, wir waren in Cannes an der Côte d'Azur. Da haben wir für 4 Übernachtungen, ich glaube, 650 Euro bezahlt für eine 30 Quadratmeter Wohnung. Aber gut, es war auch Cannes, da weiß man, es ist teurer. Wir waren in Barcelona, da haben wir für eine, waren es 3 oder 4 Übernachtungen in Barcelona? 3. 3 Übernachtungen, 800 Euro bezahlt. Ne? Also so viel zahlen wir in Kroatien wirklich für 14 Tage. Aber es war halt Barcelona. Aber wie gesagt, ich will euch nur sagen, man findet dort einfach günstige Unterkünfte und auch echt schöne Unterkünfte. Ich hatte mal eine Villa, hatten wir auch mal, also so ein, ne, so, ja, kann man sagen, Villa, so ein Haus, topmodern, mit Swimmingpool für 1.000 Euro die Woche war das damals. Aber wie gesagt, da hat man halt den Pool mitbezahlt. Also man findet echt super günstig Unterkünfte. Der Sprit ist in der Regel auch viel günstiger als in Deutschland. Wenn man von uns aus fährt mit Mautgebühr und mit Vignetten und Karawankentunnel, den man noch bezahlen muss. Ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, da sind wir so bei rund zwischen 70 und 100 Euro. Ne? Kann es jetzt auch nicht mal so genau sagen. So ungefähr, was man dafür noch braucht. Also auch das ist machbar. Und wie Doma schon gesagt hat, wir gehen auch nicht zu diesen touristischen Hotspots essen. Also erstens schmeckt das Essen da meistens nicht so gut. Und zweitens ist es da auch einfach teurer. Also wir haben zum Beispiel ein Stammrestaurant, das ist einfach wunderschön. Auch das könnt ihr sehen, folgt uns. Das ist wunderschön. Der hat richtig geiles Essen. Der hat die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Für mich und meine Freundin, diese Italienerin, die war mit, die hat gesagt, es ist wirklich, die sagt auch heute noch, dass es eine richtig gute Pizza war. Natürlich hat die in Italien schon bessere Pizzas auch gegessen. Aber ich kann behaupten, das ist für mich einer der besten Pizzas, die ich je gegessen habe. Also da kommt selten was dran. Der hat Meeresfrüchte, der hat Fisch, der hat wirklich eine tolle Karte. Und dort, ich kann es immer nur an den Cevape festmachen. Also ich glaube 2017, als wir das erste Mal waren, haben wir für Cevape mit Pommes 7 Euro bezahlt. 7,50. Mittlerweile sind wir bei 10 Euro, ne? 10 Euro. Also ist der in den Jahren, also 2017 bis jetzt, sind wie viele Jahre? 7? Ne? Ja, man darf ja nicht vergessen, für ihn sind ja auch die Lohnkosten gestiegen. Ja, in den Jahren ist er 3,50 Euro, in 7 Jahren ist er 3,50 Euro also aufgestiegen. Ist ja alles teurer geworden, aber die Qualität okay. Ist überragend und vor allem mit so einem Standardkram, den du teilweise so serviert bekommst auf schnelle Basis. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ne? Da ist Geschmack. Man fühlt sich willkommen. Das ist wie eine kleine Family. Jedes Jahr aufs Neue mehrmals, wenn wir dort sind. Also, das macht schon Unterschied. Der Harrison kriegt da frisches Rindfleisch, frisch geschnitten, hat er dem roh gefüttert. Ja, also ganz ehrlich, kann ich nichts sagen. 10 Euro Cevapcici, ich weiß nicht, wie viele Stück da drauf sind. Auch das werdet ihr dann sehen, ne, mit Pommes. Ich glaube 10 Stück. Ja, man wird auf, also wenn, also Domagoj wird satt, dann ist schon mal gut, sag ich mal.
gut, was man sagen muss, was richtig unverschämt geworden ist, sind die Softgetränkepreise. Also wie Dommer schon gesagt hat, für 250 ml 4 Euro irgendein Softgetränk. Aber das ist aber irgendwie in ganz Kroatien eskaliert. Ich weiß es nicht. Der Kaffee ist stabil geblieben. Ja, 1,50, 2 Euro. Aber ein Bitter Lemon, ein Fanta. Ich glaube, Wasser ist auch normal geblieben, oder? Aber irgendwie die Softgetränke sind alle explodiert. Ganz ehrlich, muss ich nicht trinken. Ist mir auch zu teuer. Ja, ich zahle keine 4 Euro für 250 Milliliter Limo. Sorry, da bin ich raus. Aber muss man ja auch nicht. Dann trink mal halt Wasser und kauf dir halt die Limo im Supermarkt und trink sie hinterher oder so, ne? Ist eh besser, wenn du keine trinkst, wenn du mich fragst. Ich mag das sowieso nicht so. Aber zwei Stühle, zwei Meinungen. Ganz ehrlich, wir zwei können am Tag, also wenn wir da essen gehen, dann, ich meine, gut, manchmal nehmen wir auch noch mal eine Vorspeise, ne? Dass wir vielleicht noch einen Schopska-Salat dazu nehmen. Oder manchmal esse ich einen Oktopus-Salat und wir teilen uns dann noch eine Pizza Margarita oder so Sachen, ne? Vielleicht hat man auch mal Lust, noch einen Nachtisch zu essen. Der hat ein übelst gutes Tiramisu, aber meistens schaffen wir das gar nicht, weil die Portionen sind schon ordentlich und das macht schon satt. Also ich sag mal so, wir gehen am Tag dort essen. Ich glaube, für 30 Euro, das reicht. Mehr geben wir da nicht aus zum Essen, oder? Mit Getränken. Vielleicht sind es auch mal 40, wenn ich mal Fisch esse. Aber wann haben wir denn mal mehr bezahlt? Jetzt auch, ne, auch ja, nach wie dem gesagt, Beisprung. Wenn ich Fisch also, esse, vielleicht überhaupt auch mal 40. Man muss halt eben auch nochmal sagen, wir sind zwar in den Touristenziel, ja, Zadar ist ja hochtouristisch, ja, da liegen ja auch regelmäßig die Schiffe an, ne, die AIDAs und was weiß ich, ne, aber wir bewegen uns quasi im Dunstkreis von Zadar. In Zadar natürlich auch, da haben wir auch unsere Lieblingsplätze, wo man mal gern ein Käffchen trinken, schlendern, Läden besuchen, da gibt es so einen ganz Eis bekannten... Eis ist auch teuer, das muss man sagen. Ha? Eis ist teuer. Ja, ich habe keinen Plan, was dieses Ice-Game in Kroatien ist. Vor allem, ich muss es sagen, mir schmeckt es nicht. Ja, nee. Also Kroaten kennen sich mit Fleisch aus, aber nicht mit Eis. Doch, also ich muss sagen, es gibt eine neue, relativ neue Kette. Die gibt es, glaube ich, jetzt seit 2 Jahren. Ja, und da kostet die Kugel Eis auch 3,50 Euro. 3,50 Euro. Ja, jetzt gehst du mal als keine Ahnung, vierköpfige Familie zu 5, 2, 3 Kinder. Ja, das kann so. Man vergessen. Ja, was willst du denn den Kindern sagen? Ja, du kannst dir 2 Kugeln aussuchen und dann hast du 7, 14, 21 Euro. Die Eltern wollen auch noch fressen. Ja, dann bist du, keine Ahnung, bei über 30 Euro für ein Eis. Eine Kugel sind 100, also wird nach Gramm abgerechnet. 100 Gramm ist da fürs 3,50 Euro. Das Eis, muss man aber auch wirklich sagen, schmeckt außerordentlich gut. Man kann es auch vorher probieren, bevor man sich eine Sorte aussucht. Aber es ist halt ein heftiger Preis. Ich persönlich sage mir aber, gut, wenn ich jetzt da 14 Tage bin und habe jetzt mal Lust auf ein Eis, es kommt in den 14 Tagen vielleicht 2-mal vor, lass es mal 3-mal sein, aber meistens auch nicht. Und dann sage ich halt, ich bezahle lieber 3,50 Euro und esse ein Eis, was mir schmeckt, anstelle von 2 Euro, weil bei den anderen kostet mittlerweile die Kugel auch 1,50 Euro bis 2 Euro und das Eis schmeckt überhaupt gar nicht. Oder ich esse am besten gar kein Eis, ne? Das wäre dann auch noch eine Alternative. Okay, das ist halt auch teuer. Ja, muss man halt abwägen. Ich meine, klar, im Sommer ist warm, die Kinder wollen Eis, ist auch normal. Muss man halt gucken, muss man vielleicht nicht unbedingt die 3,50 Euro machen, ne? Man wird auch noch was Günstigeres finden. Das sind halt Dinge, die sind teuer, genauso wie diese ganzen Süßigkeitenläden. Also ist auch so eine Tradition, auf jeden Fall in Kroatien, ich weiß nicht, aber auch in anderen Ländern. Da gibt es quasi solche Schatzkisten oder Schatztruhen, nennt sich der Laden. Da hat man dann wie solche Holzfässer. Und auf den Holzfässern sind halt Gummibärchen drapiert. Also alles Mögliche. Also saure Zungen, so lange Stangen, Lutscher, Kaugummis und alles, was ihr euch vorstellen könnt an Gummibärchen. Von Schlümpfen über saure Würmer, ich weiß es nicht. Da gibt es wirklich alles. Man läuft da halt so durch und packt sich das halt in so eine Tüte. Und wenn man an der Kasse ist, zahlt man dann halt 10, 15 Euro. Weil es ist natürlich auch ordentlich teuer. Ich würde euch empfehlen, nicht unbedingt da reinzugehen, weil wir haben echt schon über die Jahre hinweg öfter mal was da geholt, weil ich bin halt so jemand, wo auf so Sachen steht. Aber oftmals, muss man auch ehrlich sagen, waren zum Teil die Sachen einfach vertrocknet und schon alt. Muss man auch fairerweise sagen. Und einfach total überteuert. Dann lieber in den Supermarkt gehen und sich da eine Tüte Gummibärchen kaufen. Aber ich muss auch mal so kurz festhalten, ich kenne Familienurlaub auch nur, als ich klein war. Kann sein, dass meine Mama besonders geizig war, aber wir hatten vieles aus Deutschland mitgebracht. Ja. Angefangen von der Schoki,
Nudeln, Tomatensauce, all die ganzen Basics, die du brauchst, auch viel Wurst und Käse. Ja. Also wir waren vollgepackt, deswegen kann ich es nicht beurteilen, wie es jetzt so als, ne, wenn du jetzt eine eigene Familie gegründet hast, wie es dann aussieht in Kroatien. Viele wollen dann auch ins Hotel, all-inclusive-mäßig oder Halbpension, weil dann das Thema teilweise mit dem Essen abgefedert ist. Ja. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist es, wir zwei, oder mit Harrison hat ja sein eigenes Futter, das ist was anderes, ne? Aber wir, für meine Begriffe, müssen dort nicht viel ausgeben, um einen schönen Urlaub zu haben. Nee, ich muss aber auch dazu sagen, wir sind beide sparsam groß geworden. Also man muss sagen, unsere Eltern waren mit Sicherheit nicht arm. Also Thomas Mutter hat immer so gemacht, als wäre es. Am Ende hat sie 3 Häuser gehabt. Also die war einfach sparsam groß geworden. Meine Großeltern waren selbstständig, die hatten ein Geschäft. Meine Mutter hat immer auch sehr auf den Euro geguckt. Ja, die musste auch gucken, ne, wie das halt so ist, sag ich mal, bei dieser Einwanderungsgeneration. Aber trotzdem, meine Oma, mein Opa waren auch nie Verschwender. Also ich durfte manche Dinge nicht. Also wenn ich es euch sage, wir hatten, wie gesagt, bestimmt genug. Aber es gab für meine Oma schon immer Grenzen. Das war, ich vergesse das nie, wir sind montags schwimmen gegangen und da gab es einen Eisautomaten. Ich habe schon immer total auf Eis gestanden und wollte ein Eis. Aber ich durfte auch immer Kinder mitnehmen zum Schwimmen. Ne? Also, und da gab es damals Capri-Eis und es hat wirklich 50 Pfennig. Also wir reden noch von dem. Ja, ich kenne die Preise auch noch. Pfennig hat es gekostet. Das war das günstigste Eis. Und das teuerste Eis war, glaube ich, so eine Cornetto-Tüte für 3 Mark. Und dann Magnum. Oder so ein Magnum später für 3 Mark. Und ich durfte mir kein Eis für 3 Mark aussuchen. Das war der heilige Gral, so ein Magnum, wo dann konnte. Ja, also ich durfte mir bis zu 1 Euro durfte das Eis kosten. Also das heißt, so Split, glaube ich, war so bei 80 Cent oder einem Euro. Oder Beach Cola war bei so einem Euro. Das war noch okay. Aber über den Euro durfte ich nicht drüber hinweg. Und meistens oft das Capri für 50 Pfennig. Ne? Und wenn wir Eis essen gegangen sind, dann durfte ich mir nicht den Eisbecher nehmen, den Erdbeerbecher für 8,50 Mark. Sondern ich durfte entweder ein Kinderspaghetti-Eis essen, was, glaube ich, damals 5 Mark gekostet hat, schlag mich tot. Oder ich durfte 2 Bällchen Eis mit Sahne mir aussuchen. Ich habe damals gar keine Sahne gegessen. Das durfte ich. Und das Ding ist, Domago und ich, wir sind zu zweit. Ja, wir haben uns viel erarbeitet. Wir müssen wirklich sagen, uns geht's, Gott sei Dank, finanziell gut. Mit Sicherheit könnten wir es uns leisten zu sagen, ey, wir gönnen uns mal richtig, wir gehen in Urlaub, wir fahren nach Kroatien, nehmen uns da eine Hütte. Würde ich niemals machen. Es gibt ja auch Moment, wir nehmen uns da eine Hütte mit Basin richtig, ne? Also das heißt mit einem Pool und mit Whirlpool. Und wir gehen, was weiß ich, hier Steak, Wagyu Beef essen. Es gibt auch diese Buden, wo dann wirklich das Fleisch runterhängt. Du kannst ein Stück Fleisch noch aussuchen, das gegrillt wird. Oder geh mal hier Eis essen, ja, für 3,50 die Kugel und sonst was. Aber das Ding ist, wir sind so einfach nicht groß geworden und wir sind keine verschwenderischen Menschen, egal wie groß unser Geldbeutel auch ist. Wir gucken trotzdem immer, weil wir einfach so groß geworden sind. Und ich bin euch ehrlich, wenn wir ein Kind haben, dann ist es auch einfach so, dass ich wahrscheinlich diese Haribos von hier in der Werbung kaufen würde für, keine Ahnung, 80 Cent. Würde die dann mitnehmen und ich wüsste ja genau, wenn wir in die Stadt gehen und es wird gesehen, dann würde ich es einfach schon in so eine Tüte packen und sagen, guck mal, hier haben wir auch. Fertig. Aus dem Hut gezaubert. Bitteschön. Ja, so, ne? Meine Mutter hat es auch so mit uns gemacht. Ich wollte auch immer so einen Eisbecher und so. Und dann hat die einfach damals in der Fundgrube oder Rudis Resterampe, hat die solche coolen, das vergesse ich nie, so Plastik-Eisbecher gekauft. Die waren halt mit so Pastellfarben, Pastell-Babyblau, Pastell-Rosa, Pastell-Grün. Und dann hat die das Eis im Lidl gekauft und im Aldi. Dann hat die uns 3 Kugeln da reingehauen, hat Sahne drauf, Streusel drüber, Soße drüber. Und hat die gesagt, hier, habt ihr Eisbecher? Punkt. Also ich muss echt sagen, also trotz aller gestiegenen Preise, die nicht nur in Kroatien gestiegen sind, ne, machen wir uns nichts vor, auch das Leben in Deutschland ist teuer geworden. Ja, wir brauchen hier nicht über Mieten zu diskutieren und über Supermarktketten, die nur reinbekommen, weil sie irgendwelche Rabatte in ihre Apps reinhauen, gibt es durchaus die Möglichkeiten, in Kroatien nach wie vor eine gescheite, gediegene, schöne Urlaub zu machen, der nicht überteuert ist, der nicht nach Marbella schreit, der nicht nach Ibiza schreit, in einem 5-Sterne-Bunker irgendwas. Also für mich ist es einfach nur kurz gedacht, schlecht informiert und schlecht
Ja, natürlich. Ich bin dann dort groß geworden, ne, in der Gegend, aber ich kenne die Gegend schon quasi schon sehr, sehr lange. Hab da wahrscheinlich auch irgendwo so einen Vorteil inne. Aber den kann sich auch jeder aneignen, ja, indem man einfach mal guckt, was gibt es in der Gegend. Vielleicht, und ganz viele sprechen da unten ja auch Deutsch. Wenn sie kein Deutsch können, können sie auf jeden Fall Englisch. Ja. Und dann lernt man super Leute kennen, die man fragen kann, wie sieht's aus? Hast du mal Insider-Tipp? Ich habe da jetzt keinen Bock auf das hier an der Promenade, was so teuer ist hier an der Riva. Vielleicht irgendwo 100 Meter in die Altstadt rein. Vielleicht hast du einen Geheimtipp, wo man sich hinhocken kann, geil essen kann. Bitteschön. Ja, ich meine mal, man muss offen bleiben und nicht immer sagen, es ist alles scheiße. Ja, Ne? aber Also bitte. ich würde sagen, dass ja, im Prinzip kann man sich selber ins Auto setzen und einfach rumfahren. Das ist ja kein, also toi, 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 Kroatien gehört jetzt zu so eines der sichersten Länder, sage ich mal, in Europa auf jeden Fall, auf der Welt weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in Europa. Und da kann man sich einfach ins Auto setzen und mal rumfahren und einfach irgendwo halten, wo es einem gefällt. Also die Menschen sind super nett, die sind offen. Also da braucht man wirklich keine Angst zu haben, ne? Und da wird man ja auch schon was finden, wo einfach nicht so teuer ist und nicht gerade am Hotspot ist, ne? Wobei ich dazu sagen muss, wir waren im Sommer, also im Frühling besser gesagt, also im Mai waren wir das erste Mal nicht das erste Mal, aber wir waren in Istrien. Und ich muss sagen, da hatten wir dann auch ein Restaurant gefunden in Medulin, das wirklich super günstig war und wirklich von der Qualität gut. Also da gab es Sardellen mit Mangold, also Plitva, wie nennt man das? Mangold, Plitva, ne, ist Mangold. Mit Kartoffeln und Mangold für 7,50 €. Also wie krass ist das bitte? Und es hat echt richtig, richtig gut geschmeckt, ne? Oder meine Mutter hatte Spaghetti Frutti de Mare, da waren richtig viele Meeresfrüchte drin, auch frische Meeresfrüchte, klar, es ist am Meer. Was haben die gekostet? 10 €? Also echt mega, die Preise, mega. Also ich weiß nicht, man kann Ja, schon was also wie Gutes gesagt, auch finden. nicht an der erstbesten Touristenfalle hocken bleiben und dann sitzen bleiben Ja. und meinen, okay, was soll ich jetzt weiterschauen? Ess mal halt hier und dann schmeckt es nicht. Ich meine, man kann ja vielleicht auch mal auf dem Teller vom Gast lunzen. Mal, wie sieht es aus? Ne, sieht es ansprechend aus oder ist es blass gebacken? Keine Ahnung. Aber man findet durchaus ganz viele Alternativen, leckere Alternativen und ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Meeresfrüchte-Fan, aber Jenny und ihre Mama auf jeden Fall. Und was gibt es Besseres? Direkt live am Meer, frisch gefangenen Fisch zu essen oder Tintenfisch, Kalamari, wie auch immer. Es gibt halt eben nichts Besseres. Und wenn du da so eine Ja. Portion für einen Zehner dir schießen kannst, ey, was gibt's denn Besseres? Wenn du mal hier im Supermarkt einkaufen gehst, was kosten Escal, die Tiger Prawns oder die Ja. Frutti di Mare, die kosten ja auch bald einen Zehner. Ja. So, und da hast du noch keine Nudeln warm gemacht, gekocht. Da hast du noch kein Knoblauch reingeschält oder irgendwas. Ne? Also, Ja, also wo fange ich an zu rechnen? ich muss auch sagen, das Einzige, wo es wirklich richtig teuer ist, ist echt Dubrovnik. Aber selbst da, was heißt denn richtig teuer? Da haben wir für die Pizza halt 14 € bezahlt, anstelle in, sag ich mal, da, wo wir sonst immer essen, was zahlen wir da? Acht Ja, Euro oder so. aber ganz ehrlich, wir haben in Dubrovnik jetzt aber auch nicht geschaut, wo wir uns jetzt hinhocken. Ne? Nein. Ja. Wir sind da so ein bisschen geschlendert nach der Stadtmauer. Und haben dann geschaut, oh, guck mal, du links in der Gast, da kann ich was essen. Da haben wir uns reingehockt und dann Also war ich es auch denke, wenn gut, man ne? außerhalb von, wenn man in der Nähe von Dubrovnik Urlaub machen möchte, denke ich, dass die meisten ja irgendwo außerhalb in so einem Dörfchen gehen werden. Und da gibt es natürlich mit Sicherheit auch günstige Sachen. Also Dubrovnik an sich würde ich sowieso nur empfehlen, dass man da maximal 1 bis 2 Tage macht, guckt sich alles an und dann hat sich der Käse gegessen und kommt nicht mit dem Auto. Also kommt nicht mit dem Auto. Parken ist ja sowas von teuer. Also das habe ich wirklich noch in keiner Stadt auf der Welt erlebt. Wir haben für drei, nee, für drei, 2 Stunden in diesem Hotel, was haben wir da bezahlt? 60 €. Hab 60 €, 58 Ebbes, ne? Und für den ganzen Tag haben wir auf dem einen Parkplatz 80 € bezahlt, ne? Und das war Obwohl wir nicht so. den ganzen Tag waren, aber ab einer gewissen Aber Stundenanzahl muss man den der ganzen Tag Parkplatz nehmen. war am Arsch der Welt, ne? So gefühlt, da konnten wir ja eigentlich gar nicht so. Nein, nicht der. Ich meine, der in der Stadt, wo wir geparkt Also haben. das eine, aber ich meine das zweite Mal jetzt. Aber das war auch 80 €, oder? Ja, aber der Parkplatz war aber halt eben auch nicht vor Ort. Du hast Nein, ja. nicht der. Ich meine, der in der Stadt. Wenn man mit dem Auto kommt, der, wo wir in der Stadt geparkt haben, war der auch 80 € Ja, aber ich am rede doch gerade von Tag. was ganz anderem.
Du redest von dem Parkplatz, der bei dem Apartment dabei war. Ja, wir reden aneinander vorbei, aber darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Ich meine aber, wenn jemand da kommt mit dem Auto und jetzt nicht... Dann ist es verdammt teuer. Ja, aber was hat es gekostet, da an der Stadtmauer direkt zu parken? 80 Euro. Am Tag, gell? Ja. Sag mal. Aber das war schon ab 4 Stunden oder so, 80 Euro, ne? Ja, ein Tag war bei denen, glaube ich, 6 Stunden oder sowas. Ich bin ja, mal jetzt nagel ins Internet fest. Ne? Es war brutal. Ich glaube, mittlerweile ist der teuerste Parkplatz, habe ich in dem Bericht gelesen, 240 Euro am Tag. Ey Leute, an der ganzen Côte d'Azur war Parken nicht so teuer. Noch nicht mal in Monaco war Parken so teuer wie in Dubrovnik. Obwohl Monaco auch wieder teuer war, ne? Ja, aber Monaco, da waren es 2,80 die Stunde. Aber wie gesagt, wenn man einmal Dubrovnik-Parkerlebnis hat, ist man... 30 Minuten waren 2,80 da ist man schon geschädigt, ne? Also, genau, es ist nicht immer alles so, prinzipiell nicht alles so teuer. Natürlich muss man gucken, wo kommt man unter. Auch die Unterkünfte. Wenn einem immer nur das Beste gerade mal gut genug ist, dann muss man halt eben auch dafür bezahlen. Also hey, mir hat hier gerade einer bei TikTok kommentiert, der hat in Markaska 200 Meter vom Strand entfernt, 14 Tage für ein Apartment 500 Euro. Ja, super. Das ist hier ein Haberschnapp. Ja, super. Ja, also wenn man dann wirklich mal sowas schießt, ja, vieles gibt es wahrscheinlich auch über Mundpropaganda, ne, wenn man mal... Ja, das sagt es so ein junges Pärchen. So, die jetzt auch gar nicht irgendwie auf den Plattformen anbieten, da entfällt natürlich auch ordentlich Gebühr. Ne? Ich meine, vieles ist ja auch ein Gebührenaufschlag, wenn die sagen, ein Huni bleibt bei der Plattform, bei Airbnb oder Booking. Ja. Entsprechend machen sie auch die Preise ein bisschen höher. Also informiert euch und es ist immer alles schlecht. Genau. Ja, also ich sag mal so, nach wie vor, wenn man wirklich günstig und gut und sicheren Urlaub machen will, ist für mich Kroatien nach wie vor das beste Land. Natürlich ist es vielleicht am Goldstrand in Bulgarien günstiger, Albanien ist ja auch am Kommen, da ist es bestimmt günstiger. Mit Sicherheit ist Ungarn günstiger, da ist man aber halt am Balaton am See und nicht am Meer, ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und dann ist halt die Frage auch, wie sicher ist es? Ich meine, um in manche Länder zu kommen, muss man ja auch durch Länder durch, wo die Kriminalität recht hoch ist und wo einfach schon, wirklich man ausgeraubt wird und sonst was, ist halt auch die Frage, muss ich das haben? Da bin ich halt lieber in einem Land, wo ich wirklich sicher bin. Ne? Also ich habe jetzt gerade letztens wieder gehört, da waren welche in Italien und ich weiß nicht, wo in Italien die waren, aber ich habe es tatsächlich schon öfter gehört, die haben den ganzen Urlaub über ihr Auto, weil sie so Angst hatten, weil sie das schon wussten, wirklich im Apartment geparkt. Und am letzten Abend wollten sie zu einem Restaurant am Meer, was 2 Stunden weg war, wo sie essen wollten und sind dann mit dem Auto hingefahren. Das war der einzigste Ort. Und als sie zurückgekommen sind, waren die Scheiben eingeschlagen und die Koffer durchwühlt. Und die Antwort von der Polizei und den Anwohnern war, das ist normal hier. Das nächste Mal lasst ihr am besten die Scheiben unten, dann können die alles durchsuchen. Wenn sie nichts gefunden haben, dann lassen sie es auch liegen, ne? Ja, also. Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Ne? Und es ist auch nichts Neues in Italien. Das ist schon lange, lange so in Italien. Das habe ich schon vor 20 Jahren gehört, wo mir das eine erzählt hat, die damals in Pisa war, wo dasselbe passiert ist, weil die halt die Koffer im Auto hatten. Ne? Also toi, 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 das kann natürlich auch überall passieren. Aber da habe ich dann schon keinen Bock mehr drauf, sage ich euch. Also natürlich, der Sicherheitsindex passt. Natürlich hast du überall mal ein paar Taschendiebe. Ja, die Pocket Picker, wie sie auch immer heißen, das hast du überall, das hast du auch hier am Bahnhof, ja, wo mal eventuell reingegriffen wird. Aber summa summarum kann man schon sagen, ist sehr sicher, uns ist noch nie irgendwas... Muss klopfen. Ja, klopfen wir hier einmal. Noch nie was widerfahren oder wir haben auch nie was mitbekommen, was Negatives. Klar, hörst du ab und zu auch in diversen Facebook-Foren, wie da was eskalieren kann. Aber zum Glück sind wir da verschont geblieben. Ja, also kennt euch aus, ja, holt euch die richtigen Informationen und was gibt es noch zu sagen zum Thema? Ja, essen gehen ist auf jeden Fall günstiger wie in Deutschland. Das ist safe. Bis auf, also es ist immer noch günstiger, definitiv immer noch günstiger wie in Deutschland. Also und auch wie in vielen anderen Ländern, punktum. Auch wenn es teurer geworden ist. Das war ein Fazit. Fahrt nach Kroatien. Bella Kroatia. Genau. Und ja, dann beenden wir das Ganze hier an der Stelle mit vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Folgt uns. Folgen, abonnieren, kommentieren, liken. Also wirklich, liken. Leute, folgt uns auf YouTube, folgt uns auf TikTok, folgt uns auf Instagram, weil ihr kriegt Kroatien-Content.
Ja, wir sind unsere demnächst Travel wieder Vlogs. Unten und ich werde alles für euch dokumentieren, vielleicht auch mal einkaufen gehen, euch mal ein paar Preise zeigen, also von daher. Genau, aktuell auch Visiting Zagreb, Istrien Roadtrip, alles gerade online. Guckt euch das Ganze an, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt uns gesund, bleibt uns stabil. Ciao.